Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten neuen und aktuellen Ausgabe von Bauen und Wohnen im Jahr 2015. Vom gesamten Team ein tolles, schönes und vor allem erfolgreiches und gesundes Jahr 2015. Wir starten richtig energiegeladen und zwar heute geht es in der gesamten Sendung um das Thema Energie. Von Förderung oder Energiesparen. Alle Themen jetzt im Überblick. Ausweispflicht. Wer seine Immobilie verkauft oder vermietet, muss künftig einen Energieausweis vorlegen. Abwrackprämie. Wer energieeffiziente Geräte kauft, bekommt finanzielle Unterstützung. Und nachgefragt, was machen Sie, um zu Hause Energie einzusparen? Ausweispflicht. Seit vielen Jahren herrscht sie natürlich in der EU nicht mehr. Aber für Immobilien besteht sie nach wie vor. Und zwar, wenn Sie heute eine Wohnung vermieten wollen oder verkaufen wollen, dann brauchen Sie einen Energieausweis. Was dieser genau beinhaltet und wie Sie diesen überhaupt bekommen, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Wer sein Haus oder seine Wohnung vermietet, verkauft oder verpachtet, muss potenziellen Interessenten den Energieausweis vorlegen, spätestens bei der Besichtigung. Nach Abschluss des Kauf- oder Mietvertrags muss der Energieausweis übergeben werden. Es gibt zwei Arten des Energieausweises, den Verbrauchs- und den Bedarfsausweis. Der Verbrauchsausweis beinhaltet die Verbrauchswerte der vergangenen Jahre. Diese sind vom Verhalten der Bewohner abhängig und geben nur bedingt Auskunft über den künftigen Energieverbrauch. Was man dazu braucht, sind einmal zwei Dinge. Einmal, wenn ich sage Verbrauchsausweis, brauche ich Verbrauchsrechnungen, drei aufeinanderfolgende Jahre, dann kann ich den Ausweis erstellen. Und wenn ich eben in das Gebäudebestand reinkomme, der eben schon vor 78 gebaut wurde, dann muss ich zwangsweise anfangen zu messen. Für den Bedarfsausweis wird in einem Berechnungsverfahren der theoretische Energiebedarf eines Gebäudes ermittelt, unabhängig vom Nutzerverhalten. Der energetische Zustand des Hauses sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen lassen sich so deutlich genauer ermitteln. Also hier gehört dazu, einmal die gesamte Gebäudehülle aufzunehmen, von der Wand, Dach, Fenster. Einmal sagen wir die energetische Qualität, also wie gut ist die Wand gedämmt oder wie gesagt die energetische Qualität davon und eben das zweite, wie viel Fläche jeweils das einzelne Bauteil ausmacht. Und dann kriege ich eigentlich schon mal eine erste Aussage, wie gut oder wie schlecht ist meine Gebäudehülle. Und die zweite Aufgabe ist dann, sich anzuschauen, wo kommt die Energie her, also welche Heizung ist eingebaut, welche Energieträger, wie wird die Energie verteilt und wie wird sie dann auch in den Raum abgegeben. Zur Ausstellung eines Energieausweises berechtigt sind Architekten, Ingenieure sowie dafür qualifizierte Handwerker oder Schornsteinfeger. Die Grundlage des Energieausweises bildet eine Farbskala. Diese funktioniert ähnlich wie das Energieeffizienzlabel bei Elektrogeräten. Liegen die Werte im roten Bereich, sind die Nebenkosten entsprechend hoch. Grün bedeutet, dass diese vermutlich überschaubar bleiben. Generell ist so, wenn ich sehe, dass der Energieausweis sehr schlecht ist, gehe ich von relativ hohen Nebenkosten aus. Dann muss eigentlich zwangsweise auch die Kaltmiete günstiger sein. Das soll auch ein Anreiz sein, einfach Gebäude energetisch zu optimieren, dass man einfach sagt, sowohl die Warmmiete ist mehr oder weniger in Summe kostengünstig. Ab dem 1. April ist dann auch die Angabe des Energieverbrauchs in jeder Immobilienanzeige Pflicht. So können Mieter oder Käufer auf den ersten Blick erkennen, ob es sich bei dem Gebäude um einen Energiefresser oder ein sparsames Haus handelt. Wie Sie sehen, liebe Zuschauer, je weiter es in den roten Bereich geht, je kritischer wird es bei den Nebenkosten. Ich denke aber, die Energieagenturen stehen Ihnen auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. In den Nachrichten hat Claudia Zidorn wieder alles Aktuelle für Sie zusammengefasst. Das Bundesumweltministerium sucht das beste Klimaschutzprojekt an Schulen in jedem Bundesland. Auf der Wettbewerbsseite energiesparmeister.de können sich Schüler und Lehrer aller Schultypen bis zum 8. April 2015 einzeln oder als Team mit ihren Projekten bewerben. Mitte Mai wählt eine Expertenjury dann die 16 Gewinner aus den Bundesländern. Deren Engagement wird mit Geld und Sachpreisen im Gesamtwert von 50.000 Euro honoriert. Welche Schule den Titel Energiesparmeister Gold erhält, entscheiden Lehrer, Schüler und deren Freunde im Juni via Internetabstimmung.
Die meisten Mietverträge beinhalten Fristen, die das ordentliche Kündigungsrecht für die Anfangszeit ausschließen. Will oder muss ein Mieter dennoch aus dem Mietvertrag aussteigen, kann er mit dem Vermieter vereinbaren, dass ein Dritter in den Vertrag eintritt. Dieser übernimmt dann alle vertraglich festgelegten Rechte und Pflichten des bisherigen Mieters. Ebenso die Zeit, in welcher der Kündigungsausschluss gilt. Ein Vermieter ist allerdings nicht verpflichtet, sich auf eine solche Übertragung des Mietvertrags einzulassen. Wer im Winter auf dem Grundstück seiner Wohnung auf Glatteis stürzt, kann keinen Schadensersatz von den anderen Hausbewohnern fordern. Zumindest dann nicht, wenn die Räum- und Streupflicht auf alle Mieter übertragen wurde und diese keinen festen Winterdienstplan aufgestellt haben. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg fehlt in einem solchen Fall jede Anspruchsgrundlage. Der oder die Gestürzte hätte selbst die Streu- und Räumpflicht verletzt und sich damit rechtlich betrachtet durch eigenes Fehlverhalten geschädigt. Liebe Zuschauer, nach der Werbung sehen Sie eine kleine Umfrage, und zwar wollten wir von Ihnen wissen, wie sparen Sie denn Energie? Außerdem zeigen wir Ihnen die aktuelle Förderung für Haushaltsgeräte. Also, Sie haben nun ungefähr 3 Minuten Zeit, um etwas zu trinken und etwas zu essen holen, und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Wir freuen uns! Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Und bei uns wird es jetzt richtig energiegeladen. Wissen Sie, wie viel eine alte Gefriertruhe oder ein alter Kühlschrank wirklich an Kilowattstunden Strom verbraucht? Es ist immens. Aus diesem Grund fördern viele Energieversorger hier in der Region den Kauf von neuer, weißer Ware mit Gutschriften. Außerdem müssen Sie beim Kauf zum Beispiel eines Kühlschranks wirklich mehr beachten wie die Form oder nur das Design. Alles Weitere jetzt im folgenden Beitrag. Energiesparen ist eine der wichtigsten Säulen bei der Energiewende. Und Möglichkeiten dazu beizutragen gibt es viele. Auf der einen Seite geht es darum, dass wir unser Verhalten ein Stück weit auch ändern. Das heißt also, ich überlege mir ganz genau, welche Art von Energie ich wann einsetze. Brennt das Licht 1 Stunde oder lasse ich es 5 Stunden brennen? Habe ich die Heizung auf 25 Grad oder nur auf 22 Grad? Und so eben auch ein Stück weit dazu beitragen kann, dass wir einen Teil dieser Energiewende realisieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir uns hinsichtlich Energieeffizienz Gedanken machen, welche Geräte setze ich in meinem Haushalt ein? Was sind die richtigen Geräte? Und da gibt es ganz, ganz viel, was die Industrie in den letzten Jahren an Gutes auch hervorgebracht hat. Energieeffiziente Geräte, die teilweise ihren Energieverbrauch um mehr als das Dreifache reduzieren. Das spart einmal am Geldbeutel und das tut der Umwelt gut. Wer heute ein Elektrofachgeschäft betritt, kann leicht den Überblick verlieren. Geräte für Haushalt oder Freizeit gibt es viele, dazu von jedem Gerät eine riesige Auswahl. Die wichtigsten Kriterien für Kunden: eine hohe Energieeffizienz und ein möglichst günstiger Preis. Doch diese Kombination ist schwer zu finden. Wer sich ein neues Gerät kauft, sollte sich informieren, wann sich ein teureres, dafür aber auch energiesparendes lohnt. Hier muss man natürlich unterscheiden, dass es viele Geräte gibt, wo es wirklich Sinn macht, wie zum Beispiel bei einem Kühlschrank oder einer Gefriertruhe. Warum macht das da besonders viel Sinn? Weil diese Maschinen jeden Tag 24 Stunden laufen. Im Gegensatz dazu bei anderen Dingen, wie zum Beispiel bei Staubsaugern, wo es jetzt auch eine Energieeffizienzklassifizierung gibt, macht das kaum einen Unterschied auf der Stromrechnung aus, weil so ein Staubsauger nur 10 Minuten am Tag läuft. Oder auch beim Fernseher macht es kaum Unterschied, den nutzt eine Familie im Schnitt 2 Stunden am Tag. Das Stadtwerk am See fördert den Kauf energieeffizienter sogenannter weißer Ware. Das sind beispielsweise Waschmaschinen, Trockner oder Kühlschränke. Für Kunden gibt es 50 Euro Förderung bei Partnerhändlern. Auch die Technischen Werke Schussenthal fördern ab dem 1. Februar das Energiesparen. Bis zum 30. Juni 2015 erhalten Kunden der TWS je nach Effizienzstandard der weißen Ware 25 oder 50 Euro Rabatt bei Partnerhändlern. Uns ist natürlich wichtig, dass unsere Kunden auch selber effizient mit der Energie umgehen. Aber parallel auch, dass wir den Kunden damit die Möglichkeit geben, seinen eigenen Verbrauch effizient zu gestalten. Und wie gestaltet er das? Je weniger er Strom ausgibt, umso effizienter ist er. Also der günstigste Strom ist ja eigentlich den ich nicht verbrauche.
Auch die Bundesregierung denkt darüber nach, die Themen Energiesparen und Energieeffizienz stärker in den Fokus zu rücken. Bereits in der Vergangenheit gab es umfangreiche Förderprogramme für die erneuerbaren Energien. Nun könnte eine Art Abwrackprämie, wie 2009 bei den Autos, auch für weiße Ware kommen. Würde dies stärker subventioniert, so Experten, könnte es eine Win-Win-Situation zwischen Geldbeutel und Umwelt werden. Es ist erstaunlich, auf was man heute alles achten muss, wenn man zum Beispiel einen Kühlschrank kauft. Energiesparen, das ist das Thema unserer Umfrage. Wie sparen Sie im Winter eigentlich Energie ein? Effektives Lüften. Also Stoßlüften statt irgendwie Fenster kippen. Heizung natürlich auch nur dann irgendwie einschalten, wenn es notwendig ist. Also wenn es wirklich sehr kalt ist. Und dann sonst halt Decke auch mal nehmen. Ich habe alles auf LED-Lampen umgestellt. Und ich halte es trotzdem. Und einen dicken Pulli vielleicht manchmal. Wir haben zum Beispiel Kerzen an, die heizen mit. Heizung runter, heize gar nicht. Licht habe ich ganz wenig nur an und das war's. Stoßlüften, ja. Wenn ich geleitet habe, die ganze Wohnung beleuchtet, denke ich an mir, aber das muss man auch zahlen. Ja. Kann man auch schon da sparen. Ja. Und an der Heizung. Ist da noch Holzfeuer, dann kann ich auch sparen. Energiesparen kann wirklich schön sein. Und darum handelt auch die Abmoderation meiner Kollegin Claudia Zidorn, die ich selbst nie besser hätte schreiben können. Also zu Hause öfters mal die Kerzen statt Lampen anmachen und anstelle die Heizung voll aufzudrehen, lieber unter der Decke kuscheln. Energiesparen kann also auch romantisch sein. Mit diesen Worten, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns für diese Woche bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Vergessen das Energiesparen nicht und auch das Kuscheln. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.